Hallo, ich habe heute ein sehr frühlingshaftes Video für euch und zwar zeige ich euch meine Frühlings-Essentials, frühlingsinspiriertes Essen und natürlich auch ein paar Outfits und ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefällt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Kommen wir auch schon zu Outfit Nummer 1 und dieses Outfit ist aktuell mein Lieblingsoutfit und zwar trage ich einen weiten beigefarbenen Pullover von Primark, eine weiße enge Röhrenjeans mit Schlitzen an Oberschenkeln und Knien von Primark und diese wunderschönen geblümten 10-Stick-Sandalen ebenfalls von Primark, da war jemand bei Primark einkaufen. Und mir gefällt dieses Outfit sehr gut und da ich meistens noch Schule habe, nehme ich eine große Tasche von Fred Perry mit, damit all meine Schulsachen verstaut sind. Und das zweite Outfit besteht aus dieser gespiegelten Sonnenbrille, die ich auf Iscare gekauft habe bei Magnolias on Tour. Und einem gestreiften Langhantel von Zara, derselben weißen Hose wie vom vorigen Outfit und denselben 10-Stick-Sandalen, nur diesmal in dunkelblau. Und Leute, ich habe mich so in diese Outfit-Kombination aus weiß und blau verliebt. Also ich glaube, ich werde die im Frühling noch so viel tragen. Und dazu trage ich meine neue Daniel Wellington-Uhr, die mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe auch noch einen Rabattcode für euch in der Infobox, also besser geht's nicht. Und jetzt kommen wir zu einem leckeren grünen Smoothie, den ich sehr gerne im Frühling trinke. So, ich dachte, ihr findet es ganz cool, wenn ich euch jetzt so einen kleinen Sprechteil reinbaue. Und zwar machen wir jetzt mein Lieblingsfrühstück im Spring bzw. Frühling, denn ich liebe es, mir morgens kalte Shakes mit in die Schule zu nehmen, die dann auch am Mittag noch ein bisschen gekühlt sind, gerade wenn es draußen ein bisschen wärmer wird. Und deswegen zeige ich euch, was wir brauchen. Und zwar brauchen wir Haferflocken, yeah! Dabei ist es eigentlich egal, was ihr für Haferflocken nehmt, ob ihr grobe oder feine nehmt. Ich nehme immer grobe, weil ich da sowieso keinen Unterschied schmecke, wenn es einmal im Mixer drin ist. Dann braucht ihr ein bisschen Obst, wie zum Beispiel Bananen. Ich empfehle euch Bananen, weil Bananen wirklich sehr satt machen. Ich mache ab und zu auch sehr gerne Erdbeeren da rein, aber ich habe keine Erdbeeren zu Hause. Deswegen nehme ich Bananen. Und dann braucht ihr noch etwas Joghurt. Ich nehme hier einen laktosefreien, weil ich keine Milch vertrage. Ein Hoch darauf. Und dann braucht ihr noch ein paar Eiswürfel, die jetzt noch bei mir im Gefrierfach liegen. Und das sind eigentlich alle Zutaten, die ihr für den Shake braucht. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr das Ganze zusammenrührt und noch mit ein bisschen Honig süßt. So, jetzt nehmen wir uns noch die eben beschriebenen Zutaten und zerhacken die und machen sie klein und fertig für den Mixer. Und hier zeige ich euch nochmal alle Produkte, die in meinen Smoothie reinkommen. Und die werden dann anschließend in meinen Mixer gegeben und zerkleinert. Dann anschließend noch mit Honig, weil das Ganze dann einfach viel süßer schmeckt und mir der Smoothie persönlich dann viel, viel besser schmeckt. Und durch die Haferflocken ist es auch ein sehr sättigender Smoothie, den ihr perfekt morgens vor der Schule machen könnt oder einfach mal als Mittagessen. Also das hält sehr, sehr lange vor und ist wirklich super gesund und super lecker. Leute, so lerne ich wirklich Bio. Sache, die ich im Frühling an Essen liebe, ist Breakfast in Bed mit frischem Obst und etwas frühlingshaftem Wetter draußen, wenn man von den Sonnenstrahlen geweckt wird, der Himmel blau ist und man einfach schon mehr Obst in den Läden findet, was ein bisschen regionaler ist und man einfach entspannen kann, Frühstück im Bett machen kann und die Vögel draußen zwitschern hört, das liebe ich im Frühling. Das geht bei mir leider nur am Wochenende, aber immerhin ist es besser als nichts und hier zeige ich euch dann auch nochmal, was ich gerne für ein Frühstück mache, wenn ich Breakfast im Bett mache. Also Joghurt, etwas Müsli und frische Früchte mit Honig und schon bin ich der glücklichste Mensch der Welt und es war wirklich unglaublich lecker.
zu meinen Frühlings-Essentials und diesen Frühling liebe ich orange-roten Lippenstift. Ich glaube, es hat sich mittlerweile schon zu einem Trend entwickelt, aber mir gefällt diese Mischung aus Orange und Rot in einem Lippenstift wirklich sehr, sehr gut und ich trage seit Anfang diesen Monats nichts anderes mehr, also definitiv ein Frühlingstrend für mich. Ein weiteres Frühlings-Must-Have für mich ist ein Hut. Ich bin normalerweise kein Hutträger, doch ich habe diesen hier bei Primark entdeckt und dieser passt einfach perfekt zu meiner Lederjacke, die ich im Frühling gerne als Übergangsjacke trage. Und ich habe mich direkt in diesen Hut verliebt und auch in weiße Schuhe, denn sobald das Wetter ein bisschen besser wird, bin ich die Erste, die weiße Schuhe rausholt. Egal, ob es Sandalen sind oder beispielsweise Vans, ein Frühlings-Must-Have sind weiße Schuhe auf jeden Fall für mich. Und das letzte Frühlings-Must-Have, was ich euch zeigen möchte, sind Sonnenbrillen mit farbigen Gläsern. Dieser Trend gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut und ich besitze zwar nur eine Sonnenbrille mit gespiegelten Gläsern, die farbig sind, aber diese gefällt mir besonders gut und ist auf jeden Fall ein Must-Have für diesen Frühling. Das war's auch schon mit meinem frühlingsinspirierten Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat und ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen, weil ich wirklich ewig an dem Video geschnitten habe. Wir haben gerade 3.29 Uhr in der Früh, als ich dieses Voiceover hier aufnehme und ich habe gleich Schule, also würde ich mich freuen, wenn ihr mir zeigt, dass euch das Video gefallen hat. Und hier findet ihr noch zwei andere Videos von mir. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!